Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Seit 10 Jahren ist sie als Kontorsionistin unterwegs. Nachdem sie Europa erobert hat, hat sie als zweite grosse Destination Amerika in Angriff genommen. Dort lebt sie im Moment auch. Und sie ist den Winter auch im Art on Ice. Herzlich willkommen, Nina Buri. Schön, bist du bei uns. Danke vielmals. Sie darf Gast sein. Du, wir sind Ende Jahr, wenn wir so auf 2016 zurückschauen. Das Jahr, was hat das für eine Farbe für dich, wenn du jetzt eine Farbe müsstest zuordnen? Ui. Ich glaube, rot. Es ist heiß zu und her gegangen. Oh, ja. Also viele Sachen waren. Also es war wirklich ein buntes Jahr. Und mit vielen Orten, wo ich zum Teil noch nie auftreten bin, konnte ich hergehen. Und, ja, es ist viel passiert. Also wirklich ein ereignisreiches Jahr. Mhm. Was war das Schönste? Oh Gott. Ich habe immer gedacht, ja, der August, das ist so cool, der August kann es gar nicht werden. Dann ist der September gekommen, der Oktober. Ich habe das Gefühl, es kommt irgendwie. Es ist einfach so ein Flow, der ist und der mir gefällt. Also echt wirklich gute Shows, hohe Qualität und auch viele eben schöne neue Orte, viele Menschen kennenlernen. Also es hat so viele Highlights gehabt, ich kann es fast nicht sagen. Mhm. Ein weiteres Highlight kommt im Februar, das Art on Ice. Du bist das erste Mal mit dabei, bist auch als Covermodel gewesen. Da haben wir auch noch ein Bild, das wir uns anschauen können. Du auf Schlittschuhe für das Bild, das war wahrscheinlich für dich auch eine Herausforderung gewesen. Oder tust du Schlittschuhe fahren? Oh nein, gar nicht. Also, das sind vor allem das sind alte Schlittschuhe. Da konnte man kaum können drauf stehen. Also, ich bin so gewackelt durchs Studio gelaufen. Und, ich werde ja auch nicht Eiskunst laufen, sondern ja, also ich werde auf dem Eis sein, aber in einer anderen Art und Weise, als man das so kennt. Aber wahrscheinlich auch für dich jetzt eine andere Herausforderung, als das, was ich sonst immer machen tue. Oh ja, wir hatten schon eine Woche Probe und es war zum Teil härter, wenn man geht. Also ich bin auch runtergefallen. Wir haben Figuren zum Teil, die ich nie gemacht habe und die im Tempo, sagen wir mal, von diesem Eiskunst laufen, natürlich nicht so einfach sein mit den Männern, die mich da aufleben. Und dann hatte ich auch mega Schiss gehabt. Und dann dachte ich, Jesus Gott, ich kann das nicht. Aber dann ist es irgendwie gegangen. Und jetzt bin ich etwas zuversichtlicher. Also, jetzt haben wir das Gefühl, wir können es schaffen. Aber auf der Schlittschuhe werden wir dich nicht sehen, aber vielleicht in einer Kombination mit James Morrison oder so. Genau. Ah, sehr schön. Also vielleicht. Vielleicht. Ich sage noch nicht. Dann hat sie ja auch diesen Winter noch mal etwas, was wir uns freuen dürfen. Du machst auch noch einen Kalender. Oder hast du bereits schon, ist er schon lanciert? Ist er schon draußen? Genau, du kannst es bestellen. Ich hätte ihn so mitnehmen. Er ist ja gleich. Ja, also es gibt ganz schöne Bilder. So das erste Mal von der Nina Buri. Wie bist du dazu gekommen, um einen Kalender zu machen? Also weißt, nächstes Jahr ist mein grosses Jahr. Also ich bin 40, ich bin 30 Jahre auf der Bühne und 10 Jahre bin ich nächstes Jahr Kontorsionistin. Ich dachte, das muss gefeiert werden. Ich dachte, was kann man machen? Kalender ist mir schon immer so ein bisschen im Kopf geschwebt, weil es ist etwas, das man das ganze Jahr irgendwie geniessen kann, sage ich mal so. Es ist etwas, wo noch ich sagen kann, was ich wirklich rausbringen will. Und nicht irgendwie jemand sagt mir, oh, das darfst du nicht, das sollst du nicht. Das ist wirklich etwas, wo ich dann denke, könnte ich für meine Fans und meine Freunde und für all die, die mich unterstützen, einfach mal rausbringen. Es war ein kleines Experiment. Es hat schon vor über einem Jahr angefangen, der Gedanke. Und auch der Aufbau mit den Fotografen, wer macht alles mit und all das, was man planen muss. Und ja, irgendwie jetzt habe ich es doch noch geschafft, das dieses Jahr rauszubringen, weil es war echt eine Arbeit gewesen, doch. Und ja, jetzt ist er draußen. Du hast gerade angesprochen, grosses Jahr nächstes Jahr. Nicht nur wegen dem Art on Ice und dem Kalender. Du hast 34 Jahre Jubiläum auf der Bühne und gleichzeitig wirst du 40. 30 Jahre, sehr bewegt mit allem, was eben dazugehört, eine Ausbildung an verschiedensten Orten. Danach hast du als Balletttänzerin gearbeitet und schlussendlich mit 30 nochmal völlig eine andere Richtung von deiner Karriere. Das zeigt aber auch auf, dass du sehr oft sehr viel unterwegs bist. Ich habe mich gefragt, wie man das aushalten, die ganze Zeit aus dem Koffer zu leben. Ja, meine Mutter hat mal gesagt, Jesus Gott, sehe ich die eigentlich jemals ohne Koffer? Nein, gesagt, ich weiß es nicht, eigentlich nicht. Aber sieht sie dich überhaupt ab und zu? Ja, ja, wo, wenn ich in der Schweiz bin, bin ich natürlich oft bei meiner Mutter schnell daheim, wo soll ich sonst sein? Ich habe keine Wohnung mehr in der Schweiz. Also, dann bin ich entweder im Hotel bei meiner Mutter oder meiner Schwester oder bei sonst irgendjemand in einem anderen Kanton, je nachdem. Und das ist wirklich so, also da musst du wirklich Standby sein sozusagen und wirklich sagen, aha, heute muss ich dort herreisen, heute muss ich dort herreisen und bereit sein und das auch wollen, dass du wirklich fast aus dem Koffer lebst und in den Hotelzimmer und halt immer umeinander gehst. Weil es ist natürlich nicht so, dass wenn du an einem Ort wohnst, dass dort genau deine Kunden sind und genau die buchen. Es sei denn, du bist in einem festen Vertrag und hast immer
dein Örtchen, wo da auftrittst. Das ist bei mir aber nicht der Fall im Moment. Ja, und dann fehlt dir nie irgendetwas? Also mal dein Wohnzimmer, deine Sachen, dein Bett? Ja, wenn es dann viel wird. Ich sage, wenn ich mal zwei Wochen am Stück nonstop unterwegs bin und viel fliege und auf weite Strecken, dann muss ich schon sagen, bin ich auch ein bisschen froh, wenn ich wieder mal irgendwo zurückkomme, wo ich es kenne. Aber ich sage mal so, wenn es einem Spass macht und wenn es wirklich das ist, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt richtig und es stimmt noch, also für mich stimmt es wirklich noch, dann mache ich das gerne. Und ich kenne es eigentlich auch fast nicht anders. Ich habe mein Leben lang meine Sommer reisen für meine Jobs. Mhm. Also. Du sagst jetzt, es stimmt noch. Ja. Bist du auch jetzt mit 40 schon in der Phase, wo man sich so ein bisschen überlegen tut? Also bist du noch nicht ganz. Okay. Sich überlegen kommt, was kommt dann die nächsten 20 Jahre? So in einer. Also ich mache immer parallel viele Sachen. Es ist nicht nur, dass ich meine Shows mache und warte, bis es einfach nicht mehr geht. Das würde ich nicht machen. Aber ich sage mal so, ich könnte es noch lange weitermachen, weil ich das Gefühl, mein Körper, wenn ich das Training richtig mache, wenn ich wirklich bereit bin, die 3-4 Stunden am Tag auf mich zu nehmen, das Training, dann mache ich das schon noch lange. Aber wie gesagt, die Nachfrage muss ja stimmen. Aber eben, es gibt noch andere Sachen, die ich mache. Ich tue seit 20 Jahren Modeln und das tue ich auch weiterhin. Ich mache schauspielerische Sachen. Es gibt Sachen, wo man mit der Bewegung wo eine sehr grosse Nachfrage ist, also mit Unterrichten und so, wo es gibt einfach absolut gar nichts in der Schweiz, wo man das lernen könnte, was ich mache. Viele Schulen haben Probleme mit ihren Kindern, muss sie sich absolut nicht mehr bewegen, also da könnte man sich auch einbringen in solche Projekte. Es gibt, für die Zukunft mache ich mir weniger Sorgen, weil ich weiss, es gibt Sachen, die ich machen könnte. Aber bis jetzt bin ich eben noch glücklich auf der Bühne und darum sage ich, noch ist es einfach alles richtig, so wie ich es jetzt mache. Mhm. Aber kommt man in dem Alter, das kenne ich jetzt auch, so ein Punkt, wo man sich dann eben doch auf einmal anfängt zu fragen, was dann irgendwann nach der Nachkarriere kommt? Ja, ich sage immer Plan B, klar. Da gibt es, wie gesagt, ich tue parallel Sachen aufbauen. Und aber du hast recht, es kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt 40, auch 40, mhm. Dann kommt natürlich auch die Familienfrage. Also gibt es mir als Frau, das ist klar. Also muss ich mir sagen, ja, also irgendwann muss ich mich entscheiden, will ich noch eine Familie oder nicht. Weil bis jetzt war das irgendwie nie ein Thema. Ich hatte immer so viel Zeug mit meiner Karriere, dass das jetzt noch nicht im Vordergrund war, aber an einem gewissen Alter, wenn jetzt 4 vorne dran ist, ist also wirklich höchste Eisenbahn, dass man sich auch mal entscheidet. Und dann ist die Frage wirklich mehr aktuell, als sich jetzt wegen beruflich zu entscheiden. Mhm. Da denke ich, habe ich weniger Fragezeichen im Kopf. Würde das heißen, ein Kind hat, dass du allenfalls so müsstest, dann quasi das Thema aufgeben? Gar nicht. Also, man kann schon weitermachen, aber man müsste vielleicht ein Jahr aussetzen. Oder sagen wir, ein Jahr. Ein halbes Jahr kannst du nicht auf die Bühne, ein halbes Jahr brauchst du vielleicht wieder einen Aufbau. Also irgendwie so. Und du willst ja wahrscheinlich auch Zeit mit deinem Kind verbringen. Also ich will jetzt nicht hoffentlich ein auch. Kind und dann gerade wieder, hey, Grossmutter, nimm das Kind, ich gehe weiter trainieren. Das würde ich sicher nicht. Mhm. Also es müsste dann einen Weg geben, dass hoffentlich auch ein Mann da ist, der auch gerne mit dem Kind zusammen ist. Und wo man dann sagt, okay, jetzt arbeite ich weniger, jetzt soll ich mich einteilen, jetzt habe ich einen festen Wohnsitz und du halt irgendwie, bin halt Halbzeit Mutter, Halbzeit auf der am Umreisen. Mhm. Aber dann muss man sich, wie gesagt, eben arrangieren. Also das ist dann wieder ein Einschnitt, natürlich. Aber ich höre jetzt daraus aus, also das Thema Familie ist bei dir jetzt nicht einfach partout kein Thema mehr. nur weil du jetzt, du hast in diesem Jahr ja auch getrennt, so den Boden, um jetzt möglichst bald das können zu realisieren, hast du eigentlich nur im 2020. Ja, das ist wahr, aber wie so gesagt, es muss ja einfach stimmen. Und ich wollte jetzt nicht sagen, ich will unbedingt Mutter werden. Also wenn sich das ergibt, wenn ich jemanden kennenlerne und wir sind beide einverstanden und wir sagen klar und so, dann, wenn sich das ergibt, ist das schön. Aber ich bin nicht eine, die unbedingt nach der Karriere auch noch gerade ein Kind will oder auch noch gerade das und jenes. Also es muss nicht, wie gesagt, ich lasse die Natur entscheiden, oder? Und was sich halt ergibt. Also, ja. Es war nicht dein Lebenskonzept schon von klein auf. Viele sagen, hey, eine Familie, das muss mal unbedingt sein, egal was ich mit der Karriere mache. Eigentlich nicht. Ich habe immer das gelebt, was ich kam. Und ich hatte meine Ziele, klar, die strengen Ziele waren Balletttänzerin und dann eben Kontrastanistin. Und die musst du natürlich schon extrem verfolgen. Also du kannst nicht einfach sagen, einen Tag mache ich es, einen Tag nicht. Also da bist du dran. Das ist eine Berufung, sage ich fast. Das ist nicht einfach nur ein Beruf, wo du vom 5 oder vom 8 bis 5 am Nachmittag bist. Das ganze Leben hängt darum an dem, was du machst. Und es ist eine absolute Fokussierung, genau, oder? Das also, meine ich. Genau, es gibt wahrscheinlich kaum mehr irgendetwas drumherum. Ist das dann auch noch schwer für einen Partner? Ich habe jetzt getrennt gehabt. Also, in diesem Leben können wir auch einen Platz finden. Ja, du musst
das akzeptieren, dass der Beruf da ist. Und wie gesagt, manchmal kann ich nicht mit Freunden ausgehen, weil nachher habe ich eine Show. Also ich kann nachher auch nicht einfach zum Mittag essen, weil ich weiß, ich kann jetzt nicht messen, nachher am Nachmittag oder am Abend eine Show. Und solche Sachen, wo dann die Leute müssen akzeptieren und sagen, ja, schlimm, es ist oder lange Mensch, ich darf jetzt zum Beispiel das jetzt nicht machen oder muss sich schon wieder auf einen nächsten Job vorbereiten oder gewisse Dinge muss man können zurückstecken als Freund von mir, sage ich mal so. Aber ich bin natürlich auch bereit, auch zu geben, Schritt zu dem Partner zu machen, weil das wäre sonst gar nicht möglich. Du kannst jetzt sagen, ich lebe mein Ego-Leben und hauptsächlich ist ja noch ein Partner, der sich anpasst. Das will ich auch nicht. Also, es ist schon möglich, kann man sich finden irgendwie, und es ist auch nötig, finde ich. Also, man kann nicht, ja, das ist schwierig. Ja, genau, es ist ja das Gehen und das Nicht. Ja. Aber das war ja nicht euer Hauptthema gewesen, oder? Man hat das Gefühl, ihr habt euch immer gut arrangiert. Ja. Also er hat es gut verstanden, weil er ist ja auch aus dem Spitzensport gekommen, als Wrestler. Und er hat es wirklich gut und verstanden. Er hat mir auch nie gesagt, ja, es ist schon wieder Training und so. Nein, im Gegenteil, er hat immer gewusst, Nina muss trainieren, das ist selbstverständlich. Also du kannst nicht sagen, wenn ich jetzt einen hätte, der jetzt sagt, was, willst du schon wieder trainieren? Das könnte ich nicht brauchen, weil das wäre belastend für mich. Dann würde ich mit schlechtem Gewissen meine Übungen machen und denken, oh, das ist der auch noch sauer auf mich. Das wäre gar nicht möglich. Also das muss sein, wie wenn ich jetzt auf Bankmäßig arbeite. So muss ich akzeptieren, dass ich jetzt mein Training im Trainingszimmer machen muss. Also das ist eigentlich selbstverständlich. Jetzt haben wir so viel über das Thema geredet, jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Du hast ganz einen speziellen Ausschnitt mitgebracht. Es ist nicht Sartenlein, sonst etwas, sondern ein Ausschnitt vom Times Square. Dort hast du direkt auf der Straße etwas gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe einen Manager in New York und der hat gute Beziehungen zum Times Square. Zu dem, was sich kümmert um alles, was dort im Times Square passiert. Und wir hatten so die Idee, also ich möchte es mal machen, ich sehe, ich möchte mal dort unbedingt auftreten. Und ich kann nicht einfach so einen Flashmob machen und einfach hergehen und einfach performen. Also da muss die Musik erlaubt sein, da musst du den Platz haben um diese Zeit und alles muss stimmen, sonst können wir die Cops abschleppen. Und das hat er wirklich cool arrangiert, er hat nicht gedacht, dass es geht. Und dann plötzlich haben wir angefangen, ich habe zwei Nummern gemacht, also zuerst Goldig und dann habe ich mit abgezogen und dann gesehen, das, was man jetzt sieht, der Einspieler. Ja. Das war die zweite Nummer. Und ja, das ist cool, weil die Leute sind dann plötzlich gekommen. Die haben natürlich irgendwie nichts verpassen, wenn da etwas geht. Denken sie, vielleicht ist etwas Wichtiges. Dann hat jeder seine Kamera da. Und die Kulisse ist natürlich Hammer. Also, das war einfach so ein Traum von mir, den ich mal machen wollte. Und der Traum, den du verwirklicht hast, schauen wir uns an dieser Stelle auch mal schnell an. Imagine all the people living. I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Hey, Wahnsinn, wenn man das sieht, das stellt einem die Hörli auf. Du hast jetzt gerade gesagt, was der Song ist auch sehr speziell. Genau, das ist Imagine. Da wird immer am 31.12. auf dem Times Square live gesungen oder gespielt, kurz bevor die Kugel da irgendwie runterfällt oder ich weiß gar nicht, was passiert. Du hast schon gesehen, ja, genau. Ja, genau. Und das ist so Tradition. Und dann haben wir gesagt, das passt, das nehmen wir. Hey, Amerika hat ja sowieso für dich ganz eine spezielle Bedeutung. Einerseits hast du eine Green Card bekommen, weil ja nicht alle Künstler bekommen. Du hast dich entschieden, auch dort zu leben. Du hast an einem grossen Wettbewerb mitgemacht, bist dort auch bis ins Finale gekommen. Wie ist Amerika für dich als Künstlerin zum Arbeiten? Ich meine, viele haben das Gefühl, das ist ein absoluter Traum, wenn man einmal dort ist und darf auftreten. Es gibt zwei Seiten in Amerika. Das eine ist das Kreative. All die Künstler, die zusammenkommen und die verrückten Sachen, die gehen und all das, was mir manchmal ein bisschen fehlt in der Schweiz. Das habe ich dort en masse. Andererseits ist die Struktur in der Schweiz, die eben für einen Vertrag oder für Bedingungen, die man hat als Künstler hat, wenn man auftritt, in der Schweiz komplett geradlinig war. Das ist manchmal dort so ein bisschen, wenn man so verhandelt mit Leuten, gibt es manchmal gar keinen Vertrag. Manchmal hat man gute Erfahrungen, aber das kann eben auch im Vertrag gewisse Sachen stehen und die werden gar nicht eingehalten. Also, man ist manchmal so ein bisschen machtlos, hat man fast das Gefühl, ob schon ein Vertrag gelten, manchmal auch gar nicht so viel dort. Also es ist für mich zuerst mal das Gewöhnen gewesen, muss ich sagen. Zuerst mal müssen wir arrangieren, tief Luft holen und sagen, okay, es läuft hier anders ab, oder? Dann können wir mal irgendwie ein bisschen flexibel sein in dieser Hinsicht. Und das habe ich eben, das muss man akzeptieren, sonst kommt man dort nicht so weit. Also es ist schwierig. Und man braucht einen Manager, nehme ich an. Man muss wenigstens so tun, als hätte man einen. Weil, wenn man keinen hat und das Telefon selber abnimmt, also sagt Hallo, ich bin dir und ich möchte mir vorstellen,
wirst du gar nicht beachtet. Also solltest du wirklich möglichst irgendwie in die Tour schauen. Eben, das Bild vermitteln vom Star, sozusagen, dass du nachher ernst genommen wirst. Also, das war meine Erfahrung. Wenn ich eine E-Mail geschrieben persönlich an eine Agentur, die mir vorstellen wollte, bekommst du gar keine Antwort. Hingegen, wenn ein anderer schreibt, mehr als Star aus der Schweiz vorstellt, oder so, dann sind sie plötzlich interessiert. Da ist auch halt komisch, eigentlich, weil ich bin die gleiche, habe die genau gleiche Fotos geschickt, aber so läuft es halt ab. Ja, das bestätigt so das Klischee von sehr viel Schein und genau. wenig Inhalt. Bei dir stimmt ja eben vor allem der Inhalt auch und der Schein ist auch da. Wie erlebst du das Leben in Amerika? Auch mit jetzt, nicht nur mit den Künstlern, einfach mit den Amerikanern und dem Wohnen dort. Und es ist einfach wirklich ganz anders. Aber ich bin mir gewöhnt, in anderen Ländern zu wohnen. Und manchmal bin ich so ein kleines Chamäleon, das sich wirklich schnell anpassen kann. Also, ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken, wie wenn jemand jetzt natürlich 30 Jahre nur in der Schweiz hat gelebt und dann kommt er nach Amerika. Das wäre ein Riesenschock wahrscheinlich. Und ich würde denken, boah, wenn da jetzt nicht darauf vorbereitet wäre, wie sagen, wie es anders läuft oder wie die Amerikaner manchmal anders denken oder so, dann weiss ich gar nicht, ob du da zurechtkommst, wenn du so ein bisschen eingefahren bist in einem System. Aber bei mir war es ja so, ich bin seit 17 Jahren unterwegs, also wirklich unterwegs in anderen Ländern. Also von Deutschland in Europa, verschiedene Länder bis eben Amerika auch jetzt. Und dann macht mir das gar nicht so aus. Dann bin ich einfach offen für alles. Und gerade wenn ich viel in New York bin, kann man nicht wirklich von Amerika, Amerika reden. Weil New York ist ja wirklich Multikulti. Also ein bisschen wie Berlin oder wie London. Da kommen alle möglichen Kulturen zusammen. Hingegen, wenn jetzt natürlich irgendwo wäre, Michigan oder so, wäre das vielleicht sehr anders. Oder das Texas. Dann würde ich wahrscheinlich nicht so reden mit dir. Dann würde ich vielleicht sagen, ich habe es geschafft oder nicht, mich anzupassen. Aber ich weiß nicht, ob ich es könnte. Das müsste ich herausfinden. Mhm. Das waren eigentlich die Wahlen. Du hast das zweite Mal schon etwas dazu gesagt. Wie hast du die Wahlen in Amerika erlebt? Ja, wie gesagt, ich war unterwegs. Aber was ist passiert? Bin ich in Berlin und habe am Abend das Handy ausgeschaut und dachte, Hillary macht es eh. Also, alle, die jemals irgendwie gesagt, ihre Meinung gesagt haben, gefunden Hillary. Und ich habe auch gefunden, ja. Also, klar, ich meine, Trump war für mich gar nicht eine Option im Hirn. So. Und am Morgen schaut ich das Handy und der Typ ist vorne. Und ich dachte, wie kann das sein? Also, ich konnte wirklich gar nicht glauben, dass es wirklich so weit ist. Also, man hat es ja immer so ein bisschen gedacht, vielleicht und so, aber man hat es ja gar nicht so ernst genommen. Und natürlich, jegliche Kollegen von mir oder denen sind voll im Schock. Also, sie haben es wirklich gar nicht glauben. Also ist das für die Amerikaner auch so gewesen? Und wie wichtig oder wie groß oder wie stark beschäftigt das den Amerikaner eigentlich? Ja, man hat einfach Angst, was verändert sich denn jetzt? Weil, ehrlich gesagt, manchmal hat der Präsident in den ersten vier Jahren, also im ersten Jahr sowieso, also, er sagt zwar vielleicht viel, aber was kann er wirklich verändern? Es dauert natürlich schon lange, bis sich Veränderungen zeigen oder bis etwas passiert. Und er hat viel geredet, wo einem ein bisschen Angst machen kann, also sehr viel Angst, aber was wird jetzt tatsächlich umgesetzt? Es könnte tatsächlich sein, dass er plötzlich seine Meinung komplett ändert, so komischer auf dem Sitz auf dem Thron, sage ich mal. Also, ich werde jetzt da noch nicht irgendwie sagen, es ist alles schlecht, weil ich nicht weiss, was wirklich umgesetzt wird von dem allem, was da geredet wird. Also darum, für uns ist es einfach auch ein Schock, wo man denkt, wie kann so einer, der nicht einmal politisch irgendwie etwas macht, überhaupt so weit kommen? Aber es ist noch mal passiert und die Welt verändert sich offenbar. Das muss akzeptiert werden. Mhm. Dem lebst du auch. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wir schauen mal auf die Straße und fragen Nina Buri, was fällt euch da spontan ein? Und es ist immer wieder überrascht, was da für Antworten kommen. Viele sind aber schon sehr zutreffend, finde ich. Würde jetzt mal sagen, irgendein Model. Schönheitskönigin oder so etwas. Ein Showbiz. Irgendeine Tänzerin. So etwas akrobatisch, sportmäßig. Vielleicht schaffst du es im Zirkus, würde ich mal meinen. Es scheint jemand zu sein, der sich gut bewegen kann. Verbiegungskünstlerin. Aber irgendeine so eine Schlangenfrau. Das ist die Schlangenfrau. Das ist Buri, nicht? Nicht der Buri. Nicht die Buri, eine andere Buri. Nina, glaub's. Nina Buri. Das ist Nina Buri. Das ist ja die Schlangen ist. Die ist sehr sympathisch. Sie hat eine Fernsehshow mitgemacht, wo sie, glaube ich, gewonnen hat oder Zweite geworden ist. Die habe ich bei Schweizer Talente gesehen und die kann sich so krass bewegen. Ja, sie ist sportlich. Sehr dehnbar. Verrenkt. Bänkig. Beweglich. Elastisch. Biegsam. Sehr flexibel. Vertreite. Ich kann mich nicht so bewegen. Ohne hartes Training geht das nicht, das ist ganz klar. Sie ist zielstrebig und selbstbewusst. Ehrgeizig. Ich denke, sicher eine Zeichenfrau. Man sieht einfach, dass sie ihren Job gerne macht und dass sie voll dabei ist. Fragt sich, wie lange sie das machen kann, oder? Die wirkt verspielt. Das ist eine, die alles ausprobiert, wahrscheinlich. Geht andere Wege. Kreative, künstlerisch tätig. Das ist eine begabte Frau. Als Schlangenfrau, ja. Schlängelt sie sich so durch die Gegend, das ist bestimmt ganz nett, ne? Sie ist auch, glaube ich, relativ aufmüpfige Frau, oder? Sie hat jetzt, glaube ich, ein bisschen gewacht, dass sie sich komplett
ohne Kleider gezeigt hat. Und super, was sie macht. Dann nachher Erfolg in Amerika. Ich glaube, in Florida gerade durchstarten. Wo sie ihren Freund hier in der Schweiz hat liegen, habe ich gerade gesagt, die müssen wir auch nichts geben, um mit ihr einen schönen Ausgang zu machen. Ja, ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber ich fand es lustig, gefunden, der Partner in der Schweiz hat liegen. Es ist etwas anders gelaufen. Ist ja gleich. Aber es ist auch so verrückt, was also daraus entsteht. Was die Leute aufschnappen, ja, was sie sich merken. Mhm. Ich höre noch heute, Frau Buri, sind ihr immer noch zu Las Vegas? Nichts zu Las Vegas, bin ich ja gar nicht gewesen. Ah, ich hatte mal eine einzige Show gehabt, zu Las Vegas. Also, das ist dann mal im Blick gestanden. Aber das war einmal gewesen, und dann bin ich wieder gegangen. Also, lustigerweise haben die Leute einfach für Las Vegas aufgeschnappt, Nina Buri, und haben das Gefühl, ich bin dort irgendwie engagiert. Also, das ist manchmal ist es lustig, was in der heutigen Zeit, die so viel Einfluss hat. Also, was so viel hängen bleibt. Was hängen bleibt. Genau, überhaupt. Aber genau. Ich glaube, es sind so Träume, eine Künstlerin, die in Las Vegas ist, aus der Schweiz. Ich glaube, das ist so etwas, was dann der Schweizer dort beeindruckt. Also ja, irgendwie eindrucken oder ja, so. Vielleicht, genau. Hey, aber wir haben gehört, zähe Frau. Siehst du dich selber als zähe Frau? Ja, ich muss schon durchhalten, viele haben, also zähe, also ja, dranbleiben. Also das ist wirklich das Wichtigste. Viel heutzutage für an und nach kurzer Zeit sind schon wieder weg. Also auch, manchmal längt es dann schon etwas erreichen und dann ist schon gut. Und das ist, wie soll ich sagen, in meiner Generation noch, also da hast du noch viel müssen machen, um das zu erreichen, und ich bin immer noch dran. Und es hat wahrscheinlich nicht 30 Jahre Karriere gehabt, wenn ich hätte keine Zähigkeit zeigt. Woher kommt der Biss? Weißt du, das Durchhaltevermögen? Wahrscheinlich hat man einen Traum im Kopf, den man irgendwann mal hatte. Oder eben so einen kleinen Samen, wo man irgendwie wachsen will. Und dann muss man das einfach machen. Und ich wollte irgendwie das immer schon wollen. Und das macht mich sehr glücklich. Und ich habe das Gefühl, es ist etwas sehr Spezielles, wenn ich überlege, wer macht das sonst noch, gerade in der Schweiz. Kommt man niemanden sehen in dieser Art. Und das ist auch dein grosser Vorteil, oder? Du hast wie gar kein Konkurrenzprodukt auf dem Markt im Vergleich zu einem Klon oder einem anderen Künstler oder einem Musiker, der sich Es gibt schon viel. Aber wie gesagt, die kennt jetzt den Durchschnittsmensch, der eine Party organisiert, vielleicht einfach gerade nicht. Also kommt dem Nina Buri immer noch in den Sinn. Und wenn ich tatsächlich einen Ersatz suchen muss, den ich nicht kann, denke ich so, da muss ich wirklich überlegen, aber die, alle, die mir in den Sinn kommen, die sind schon im Engagement irgendwo im Ausland oder sie Ausländer und können einfach derzeit in die Schweiz kommen. Da denke ich mir, da habe ich schon ein Privileg, wenn es mir immer noch geht. Also, lustige Geschichte ist auch, im Januar tritt ich in der Ballettschule auf, wo ich in Berlin mal die Ausbildung gemacht habe, als Schlange, wo sie keine gefunden haben, die Kontorsion machen können, selbst in Berlin nicht. Und dann wieder direkt angeleitet, hey, kannst du kommen, wir brauchen eine Schlange. Und ich so, ja, ich komme zurück nach 20 Jahren. Ich wieder in die Ballettschule und trete dann als Schlange auf. Dann sieht man, wie lange du dabei bist. Du hast vorhin das Sömli angesprochen. Wann hat denn das angefangen? Du hast mit 6 angefangen, Ballett zu machen. Aber so der Wunsch, irgendwie auf der Bühne zu stehen, wie ist das überhaupt zu dem gekommen? Also, wir haben immer die Weihnachtsmärchen geschaut und in Bern sind gelaufen, wo die Kinder tanzen und gesungen und alles haben. Also, die Bühne habe ich gesehen. Also, mit 5, 6 habe ich gesehen, oh, da ist etwas, was geht und was ich wirklich gerne machen will. Habe ich meine Mutter belästigt und gesagt, ich wollte unbedingt auf die Bühne. Aber ich wusste nicht, gewusst, was ich machen wollte. Ich habe einfach gesagt, ich wollte auf die Bühne. Aber ja, seitdem ist das irgendwie in mir drin. Und dann hat meine Mutter mich halt ins Ballett geschickt, wo sie gar nicht gewusst, was sonst, oder? Und dann habe ich angefangen, eins in der Woche. Und später ist das dann ganz viel mehr Wochen geworden. Und irgendwann ist es profimässig abgegangen. Du hast dich sehr früh entscheiden beim Ballett. Mit 15 hast du dann wirklich angefangen. In Basel und in Graz. Genau, wo in Bern selber hat es keine professionelle Schule gegeben. Und ja, meine Eltern natürlich zu dieser Zeit noch wollen, sie den Gymnasium fertig machen. Und ich dachte, shit, oder? Das nimmt mir jetzt viel Zeit weg. Und im Gymnasium hat die erst mit etwa 20 abgeschlossen. Und das ist ja wirklich schneller. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zu meinen Verwandten nach Basel wohnen, kann der Musik Gymnasium machen und nebenan gehe ich ins Theater tanzen. Also, dort hatte ich eine gute Ballettschule gehabt. Und das habe ich dann ein Jahr lang so gemacht, bis ich irgendwann meine Eltern so weich geklopft habe. Sie haben gesagt, komm jetzt, ich will es einfach mal probieren und gehe nach Graz in so eine Privatschule, wo wirklich, wo ich fast meinen Privatlehrer hatte, praktisch, wo mich wirklich gefördert, wo ich ein kleines Manko hatte, lange in der Schule vertan, wo einfach nicht gut war. Und ich musste sehr viel nachholen. Und ich wollte die grossen Prüfungen machen, die grossen Schulen im Ausland. Und dann hat es mir einfach noch gemangelt an Technik. Und meine Mutter gesagt, lass mich doch einfach probieren. Und vielleicht, wenn es dann nicht geht, mache ich halt den Gymnasium nachher oder irgendetwas. Und dann haben sie mich tatsächlich gelassen und dann konnte ich
können durchziehen sozusagen. Aber sind Sie auch so Ältere, die es lieber gesehen hätten, in dem Fall solide Ausbildung und dann nachher irgendwie ein schönes Studium? Und ja, natürlich. Also, sie haben so ein bisschen Hobbyleben, aber... Irgendwo schon, aber irgendwo ist ja gewusst, die lässt sich nicht stoppen. Und ich habe immer gute Schulnoten gehabt. Das heisst, ich bin ja irgendwo gescheit, oder? Und ich habe gesagt, oh, weißt, wir können ja irgendwo den Gimmer oder irgendetwas noch nachholen. Ich bin ja nicht zu alt, wenn ich mit 21, 22 feststelle, dass ich das nicht schaffen würde. Also, und das haben sie eben, wie gesagt, auch irgendwann begriffen. Aber klar, zu dieser Zeit hat es natürlich noch geheissen, nur wer studiert, ist etwas wert. Nur wer den Gimmer macht, ist etwas wert. Und das ist, alles andere hat man irgendwie gar nicht ernst. Oh, Balletttänzer, was ist das? Was machst du den Tag? Brotloser Job, hey, genau. Und mit 30 tut alles weh und alles ist kaputt, oder? Das habe ich damals noch gehört. Genau. Genau, so ist es. Und aber es ist schon hart, so oder? Also es ist aber schon sehr, sehr, sehr hart. Gerade als Balletttänzerin, oder? Immer ja. An die Castings gehen. Mhm. Je nachdem, hast du immer den Körper Kampf, will ich sagen, Körperkampf. Ja, du musst mega dünn sein, musst immer, genau, immer top schauen, topfit muss sein. Wie hast du die Zeit erlebt? Meine, du bist ja gleich von 21 bis 30 als Balletttänzerin unterwegs gewesen. Es war hart, also ich hatte auch Punkte, wo ich komplett aufhören wollte. Ich sagte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel gegeben, das Ballett. Ich habe immer alles gegeben für das Ballett. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Ballett will mich gar nicht. Also so in dieser extremen Art. Und ich hatte im 25. Monat eine Krise und wirklich nicht mehr wollen. Irgendwann nach ein paar Monaten hat meine Schwester gesagt, geh doch mal ins Moulin Rouge nach Paris, geh probieren. Ich so, was? Ich tanze doch Ballett, ich gehe doch nicht ins Moulin Rouge, habe ich dann so gesagt, oder? Und dann habe ich gesagt, ich weiss, wieso eigentlich nicht? Ich kann ja mal etwas ganz anderes probieren, wo ich habe wirklich nicht gewusst, ob ich Ballett noch so machen oder so. Also, oder will. Und dann tatsächlich, wenn man es halb, wie es halt so ist im Leben, wenn man es dann nicht mehr richtig will, dann nehmen sie einem natürlich gerade, oder? Und dann dachte ich, ja, Gott, das kann ja nicht sein. Ich habe mir jetzt kaum Audition gemacht und schon bin ich dort in Moulin Rouge. Das ist ja noch speziell, oder? Ja. Du musst ja auch als Tänzerin sehr bereit sein, die Hülle voll lassen, mhm. Oder? Mit dem hast du keine Mühe gehabt? Als Tänzerin am Anfang musst du noch nicht. Du tanzst erst Ganga ein halbes Jahr lang und bist bekleidet mit BH. Und nachher, wenn du gut bist und dich weiterentwickelst, dann kannst du nachher in die Nude-Section sozusagen, wo du einfach nachher... Das ist wie ein Aufstieg. Das ist wie ein Aufstieg, genau. Aber am Anfang, ein halbes Jahr lang, tust du noch ohne. Und das ist ja eins, kein Problem. Da tanzt du schon noch recht viel. Wie gesagt, der Gang ist anstrengend. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es ja mal probieren. Es hat mir tatsächlich auch Spass gemacht. Und auch wieder so ein bisschen der Mut gefunden, dass, oder wie gesagt, die Bestätigung gefunden, dass das Tanzen doch das Richtige ist für mich, nach dieser kleinen Krise, die ich hatte. Hüllenlos haben wir ja vorher auch im Clip gehört. Der Schweizer tut sich ja immer noch etwas schwer, oder, wenn ja. Eine die Hülle fallen lässt. Wenn du sagst, es ist natürlich Kunst in der Form, wie es du machen. Kannst du es nachvollziehen, dass sich der Schweizer manchmal immer noch so ein bisschen an dem stört? Ja, nicht nur der Schweizer. Also in Amerika habe ich recht einen Krach mit meinem Manager. Was sagt jetzt so, ich bitte euch Nacktbilder von meiner Homepage nehmen, weil sonst habe ich dort keine Jobs. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es an dem liegt. Weil also, es ist meine ganze Kunst, die nicht nur eben die Schlangenfrau in der Buri ist. Ich mache Model, seit ich 20 bin. Oder sogar noch vorher. Also die Karriere hat es schon lange gegeben. Und ich habe schon Aktbilder gemacht, bevor ein Schweizer mich jemals kennt hat. Mhm. Also, das gehört irgendwo für mich dazu. Weil es gibt ja nicht viele, die sich so bewegen können. Und nachher, was auch noch ästhetisch aussieht im Akt. Also, es soll aber nicht eine billige Nacktnummer sein, die ich hier zeige. Also, das würde ich gar nicht machen. Das separiere ich schon. Ich schaue, welche Fotografen fotografieren mich. Was sind die Umstände, was können wir inszenieren, was wirklich einmalig ist. Und nicht einfach, ich will jetzt mal nackt sein. Also da gibt es grosse Unterschiede. Ja, und es muss dann wirklich am Schluss, wie gesagt, sehr ästhetisch sein, dass wirklich jeder das anschaut und sagt, das ist ein schönes Bild und nicht einfach billig oder so ein bisschen auf die Schiene, die ich gar nicht fahren will. Mhm. Du hast es vorher schon mal ein bisschen angetönt. Ich glaube, Verzicht ist ein grosses Thema. Einerseits als Balletttänzerin, aber jetzt auch in deiner Form von der Kunst. Der Körper, der muss immer perfekt sein. Man kann nicht essen, habe ich ein bisschen rausgehört, wenn man nachher gerade einen Auftritt hat. Was heisst das Leben für dich jetzt als Mensch? Weißt du, jetzt gerade in Bezug auf Verzicht? Lustigerweise ist es kein Verzicht. Das ist für mich völlig normal. Also, ich rauche nicht, trinke nicht. Also, ich trinke auch keinen Alkohol. Und alle denken immer, ich müsste es machen wegen meinem Job. Dann sage ich, nein, ich habe nie getrunken. Es interessiert mich einfach wirklich nicht. Und das ist für mich, also, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also, wenn ich jetzt da ein Glas Wein habe und ein anderer würde fast will das unbedingt trinken, ich kann das anschauen, es ist mir egal. Wenn hier Schoki liegt, ist es etwas anderes. Also, sprich, es gibt Sachen, die gehen nicht mehr durchaus, aber das ist im Rahmen von dem, was ich mache. Also, aber Sachen, die mir nichts bedeuten, da muss ich nicht verzichten. Also, das ist einfach mein Leben, wie es ist. Und für mich ist das einfach recht so.
Wie sieht denn so ein Tagesablauf bei dir aus? Also, weißt, wann isst du? Oder, ich meine, Essen ist ja ein grosses Thema, auch in Bezug können, auf der Bühne zu stehen. Also, heute am Abend habe ich eine Show. Zum Beispiel jetzt bin ich bei dir. Und das heisst, wenn ich am Abend Show habe, muss ich um 8 Uhr auf der Bühne stehen, ungefähr, oder vielleicht um 10 Uhr, ich weiß nicht genau. Dann heisst das, dass ich 8 Stunden vorher das letzte Mal etwas esse. 8 Stunden vorher? Ja, genau. Aus welchem Grund? Wo ich für das Training und für das, was ich mache, einfach lernen, wo sie und sollte sein. Weil wenn, je nachdem, wenn du noch etwas zu verdauen hast, ist es immer mühsam. Wenn du natürlich, das ist wie ein Hardcore-Yoga machst, dann willst du einfach deinen Magen spüren, ohne dass du da noch irgendwie musst, ah, jetzt sollte ich noch aufs WC oder so. Das ist einfach, ist einfach gäbiger, bist leer, oder? Und wenn du natürlich dein Füttel auf dem Kopf hast und dich so verdrehst, dann kannst du auch viel einfacher schnaufen, als wenn du einen vollen Magen hast. Wenn du zum Beispiel Spaghetti Bolognese hast gegessen und trinkst noch Alkohol dazu, dann würdest du nicht in ein Yoga-Studio gehen oder Hund gegen ab und auf machen. Das wird dir einfach schlecht, oder? Und darum sage ich einfach, es ist besser für mich, wenn ich es nicht mache, also so kurz vorher noch essen. Das ist ja nicht kurz vorher, das ist sehr lang vorher. Jetzt für mich 8 Stunden. Ich denke, ich wäre, glaube ich, trinke Zeit natürlich trotzdem Wasser und so. Aha, nicht, aber du bist komplett nicht nur unterzuckert. Weißt, nee, ich wäre, glaube ich, ein Durdilemma. Nach dem Auftritt isst sie natürlich gerade etwas. Und zwar recht. Also, dann tue ich nicht einfach nur so einen Apfel essen, sondern haben ein grosses Menü. Ja. Und was heisst das in Bezug auf das Training? Also, das findet dann auch 8 Stunden vorher statt? Wie du hast vorhin gesagt, 3 Stunden trainieren pro Tag, das sei ein Must. Genau. Wenn ich eine Show habe, mache ich das natürlich vorher. Ich gehe nicht am Vormittag trainieren, dann habe ich nichts und dann trainiere ich am Abend noch einmal für die Show. Also ich mache das. Darum tönt es noch viel, wenn ich sage, ich mit 2 Stunden eintrainieren. Mhm. Aber das ist natürlich auch noch ein Training dabei. Ich kann sogar noch länger, wenn ich wirklich links und rechts und alles mache, was zum Training gehört, was ich nicht unbedingt auf der Bühne zeige. Aber für mich ist es einfacher, wenn ich wirklich, wie gesagt, ich bin schon mal leer, dann fange ich mein Training und mein Warm-up an und dann gehe ich auf die Bühne, nächsten Tag, also ist es wirklich gemacht, oder? Also es gibt Künstler, die machen das anders, die trainieren kaum mit, gehen auf die Bühne und dann nachher noch trainieren, um die Kraft irgendwie zu schonen, oder weiss auch nicht genau. Aber das ist nicht mein Ding, also ich würde gerne vorher das alles machen. Gibt es auch mal Zeiten, wo du sagst, habe ich überhaupt keine Lust zum Trainieren und mich da zu verbeugen? Und ich weiss, es ist schon, wenn man es nicht macht, und zwar vielleicht 2 Tage nicht und dann muss man wieder. Darum sage ich mir, es ist besser, wenn ich in den Tagen, wo ich wirklich vielleicht jetzt mal keine Lust habe, wenigstens etwas mache, das klein ist. Ich muss auch nicht ein 4 Stunden Training machen, wenn ich keine Lust habe, aber es ist immer besser, wenn man doch etwas gemacht hat. Vor allem, wenn man die Tage, die gibt es schon, wenn ich zum Beispiel extrem jetlag bin, wenn ich viel reise und eben, wie gesagt, viel sitze und so, dann wollte ich vielleicht sogar trainieren, aber man möchte vielleicht auch gerne schlafen. Also es ist ein blödes Gefühl, aber ich weiss, wenn ich trainiert habe, geht es mir gleich nachher besser. Also man muss es ein bisschen für sich herausfinden. Aber manchmal ist es einfach zu sagen, ja, das mache ich nicht und liegt auf dem Sofa. Aber ich weiß, wie es mir am nächsten Tag noch geht. Mhm. Und das Wissen bringt mich dazu, doch etwas zu machen. Aber es gibt bei dir in dem Fall kaum Zeiten, die du mal gar nicht machst, so wie in den Ferien oder so. Nein, darf ich nicht. Ich kann fast nicht. Also Kontorsion ist so am Limit immer. Du musst so dein Bestes rausholen als Stretching, dass es mehr als 2 Tage nicht mal verleiden, dass du nichts machst. Es sei denn, du hast wieder Roger Federer so eine Saison, wo du sagst, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt habe ich 6 Wochen Pause und dann fange ich wieder an mit Aufbautraining oder so. Das gibt es bei mir ja nicht. Mhm. Ich habe permanent fortlaufend Shows und Shootings und Bookings. Also ich muss eigentlich immer in Shape sein. Und die Angst, dass sich mal verletzt ist oder dass das sehr viele Dehnen, sehr stark Dehnen irgendwann, wie könnte einen körperlichen Schaden vorteilen? Nein, darum mache ich ein Training, das ausgeglichen ist mit den Bodyweight-Übungen und so. Also das ist, also ich mache auch Krafttraining. Ich kann nicht nur dehnen. Also Handstand, das braucht auch Kraft. Wenn ich da an der Wand mit 20 Minuten Handstandtraining mache, dann spürst du schon die Muskeln. Also, ja, das stelle ich mir. Ist nicht so, dass du da einfach nur trainierst und im Spagat liegst. Also so nicht. Die Balance muss gut stimmen. Du, jetzt schauen wir dir mal ins Gesicht. Das macht unser Pietro Sossi, unser Gesichterleser. Der sieht nämlich dort immer ganz spezielle Charaktermerkmale, wie das bei der Nina Buri sind. Das hören wir uns jetzt an. Nina Buri, Kontorsionistin, ach, eine ganz bewegliche Persönlichkeit aus der Schweiz. Ja. Ja. Und sie hat natürlich sehr ein sehr spannendes Gesicht. Was sie natürlich hat, ist extreme Leidenschaft und Temperament. Also das ist ja unwahrscheinlich, weil das sieht man bei der Augenbrauenbehaarung, die ist sehr stark. Ich denke halt auch, dass die noch stärker wäre. Wahrscheinlich tut sie natürlich schon ein bisschen schneiden und so, das ist noch spannend. Ja, und dann kommen wir gerade noch zum Amorbogen. Der Amorbogen ist hier in der Oberlippe das Herzchen, was sie hat. Das ist bei ihr sehr stark. Ja, ja, und das ist ihr Einfühlungsvermögen für Situationen. Und Menschen. Das kann sie natürlich auch sehr gut brauchen. Dann hat sie ja
generell mal einfach schöne Lippen, kann man so sagen. Wie auch immer. Und die Oberlippe ist natürlich auch sehr stark. Also hat recht viel Oberlippenfleisch. Und das Oberlippenfleisch ist immer sehr stark bauchorientiert. Nina wird wahrscheinlich in ihrem Leben sehr viel schon aus dem Bauch entschieden haben. Und sie hat auch das Gefühl dafür. Ganz auffallend sind natürlich die Unterlippen. Die Unterlippen, da hat es also noch ein bisschen mehr Fleisch dran als in der Oberlippe. Und das zeigt dann dementsprechend, ja, sie hat dann schon auch, ja, klar, Lust, Genuss. Und die gehört auch ein bisschen Sexualität rein. Also ja, da kann man ein bisschen einiges erwarten. Erstens hat es viel Unterlippenfleisch, aber es hat dann so ein bisschen, es kommt dann noch ein bisschen vorne. Ja, das wäre noch spannend, wenn sie dann nachher das mit der Claudia kann besprechen. Das hat ein bisschen eine Neigung zur Sucht. Es muss ja nicht eine Droge sein oder so, sondern es kann etwas, was sie einfach extrem gern macht und fast ein bisschen, süchtig ist nach so etwas. Ob das jetzt ihre Berufstig oder etwas anderes, das können wir dann nachher noch herausfinden. Die Lippen, die haben es irgendwie in sich. Oh, unten und oben sehr empathisch, einfühlend. Bauchentscheid, das stimmt, glaube ich, oder? Das stimmt total. Ich muss oft auch einen Bauch entscheiden, wo Vernunft, die wäre schon längst im Nein. Und ich muss manchmal doch sagen, in meinem komischen Beruf muss man manchmal Bauchentscheidungen treffen und es einfach mal machen. Ja. Aber gibt es ja noch die Schwester, die dann je nachdem etwas anderes sagt? Oh ja, die kommt nachher mit Facts. Ui, okay. Dann muss ich es noch mal überlegen, aber dann mache ich es trotzdem so, wie ich wollte. Ihr scheint ja eine sehr schöne Beziehung zu haben, du und deine Schwester, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Ja, mega. Also wirklich, ich glaube, sie ist meine fast sagen, beste Freundin, Ansprechperson, Schwester in einem. Mhm. Und ihr seht euch auch regelmässig in dem Fall? Wir sind natürlich im ständigen Kontakt, was sie sehr viel für mich macht. Buchhaltung, jetzt aus dem Kalender für den, in der Schweiz, aus dem Kalender wie soll ich sagen, versenden. Und macht all das administrative Zeugs. Und, also Verträge mache ich selber, aber oft ist sie auch so ein bisschen Ansprechperson, wenn es um rechtliche Fragen geht oder so. Mhm. Sie hat wahrscheinlich nicht so eine Unterlippe wie du, so eine richtig schöne, grosse. Er hat schon gesagt, Leidenschaft, Sexualität und Sucht. Was hat es da dran? Ja, Sucht, wie gesagt, ich trinke nicht, ich rauche nicht, also dem kann es nicht liegen. Es muss Schocke sein oder Kontorsion. So, oder einfach eine Sucht nach etwas, was man gerne macht und das dann wirklich weitermacht. Also vielleicht ist mein Beruf meine Sucht, wahrscheinlich schon, oder? Gibt es denn etwas anderes wie Kontorsion, wo du sagst, hey, das mache ich so gerne, das ist sehr zentral in meinem Leben? Ja, das Modeln macht mir wahnsinnig Spass, aber geht auch gleich in die gleiche Richtung. Ein bisschen, ja, Film finde ich mega spannend, vor und hinter der Kamera. Also ich tue gerne selber Sachen machen, also Filme schneiden und machen und tun, das mache ich sehr gerne. Mhm. Und das ganze Thema Leidenschaft, das gehört dich auch in dein Leben rein. Sonst könntest du deinen Job nicht machen. Genau, aber du bist auch eine leidenschaftliche Partnerin, oder? Ist Stefan fragt. Nein, ich denke schon. Also, wenn ich wirklich, klar, wenn ich jemanden gerne habe, so in jedem Fall. Also, dann würde ich nicht so halb-halb. Also, dann geht es ganz, oder? Ja. Du und der Stefan, haben ihr eigentlich noch Kontakt? Oder ist das völlig quasi jetzt auseinandergegangen mit der Scheidung? Im Moment weniger. Also, ab und zu, wie man es halt macht, so ein bisschen WhatsApp und so. Mhm. Aber ehrlich gesehen, haben wir uns schon länger nicht mehr. Weil ich bin halt wirklich auch immer unterwegs. Also, das liegt ein bisschen an dem. Ich wohne jetzt neben ihm und wir würden uns zufällig immer über den Weg laufen. Mhm. Das nicht. Mhm. Aber du scheinst das eigentlich noch gut verkraftet zu haben. Also viele tun sich ja sehr schwer. Sie haben jetzt doch nicht nur eine jährige Beziehung, sie waren noch verheiratet, ja. Scheidung hinter sich. Das findet sehr viel dramatisch. Du wirkst jetzt gar nicht so. Es ist jetzt noch nicht so lange her. Es ist noch nicht so lange her. Seit September sind wir geschieden. Ja, also es war schon ein Entscheid, wo man längere Zeit hat. Also ich für mich hat das schon längere Zeit in Erwägung gezogen und dachte, ist es jetzt richtig so weiter oder nicht? Und da hat man sich noch ein bisschen Zeit gelassen. Aber der Prozess war schon in Gang, zwar länger, oder? Also man entscheidet nicht heute, ich glaube ich nicht mehr. Morgen, hey, sorry, ich will nicht mehr. Und übermorgen ist man geschieden. Also es ist schon ein langer Prozess, ein paar Monate und so. Und vielleicht ist es wegen dem, dass was da passiert ist, mit dem Sagen und mit dem auch, dass man schon ein bisschen Abstand genommen hat. Und ich glaube, wenn der, der es dann trifft, der vielleicht nicht darauf vorbereitet ist, der hat vielleicht ein bisschen mehr Mühe, weil sich darauf eingerichtet ist, also hat lange Zeit noch weiterzumachen. Wir weiss es nicht. Also da kommt vielleicht darauf an, wie in der Position du bist. Oder so. Aber es ist in dem Fall eh mehr von dir ausgekommen, dass du schon die Gedanken hast und gesagt hast, du irgendwie, das geht nicht zusammen. Ich hier in Amerika und Karriere. Er hat sich sicher auch Gedanken gemacht, das ist klar. Ja. Also, wir haben schon gewusst, wir müssen miteinander reden, wie es weitergeht. Also, das ist klar. Aber so angesprochen habe ich es dann schon gefragt und so, du, wie ist es jetzt?
wie wollen wir vernünftig sein oder wie wollen wir es machen. Und wir wollen auch irgendwo weiterhin gut zusammen auskommen und nicht irgendwann mal frustriert sein komplett, wo wegen dem Leben hin und her und es nicht zusammenpasst und so. Mhm. Wäre schon schade gewesen. Jetzt gibt es 2017 mit ganz vielen grossen Geschichten, die hier kommen, inklusive Art und Weise, haben wir schon angesprochen. Und da haben wir auch etwas ganz Tolles. Du hast nämlich zweimal zwei Tickets mitgebracht. Es ist der Sonntag, der 5. Februar, Nachmittag um 1, also eine perfekte Zeit. Sie hat nämlich frei, hoffentlich. Wenn sie mitmachen können, wenn sie Nina Buri sehen wollen, noch ganz viele andere. Unter anderem James Morrison ist mit dabei. Er macht auch etwas mit Nina. Chakra Khan ist auch dabei. Genau, also ein tolles Line-up. Dann machen sie doch jetzt mit. Wie sie es machen können, sehen sie jetzt unten eingeblendet. Ja, du, und was kommt denn nach dem 2017? Wird es denn Amerika bleiben? Also so wirklich, scheinst du es nicht zu wissen, wo du dann irgendwann mal deinen Lebensmittelpunkt siehst? Ich habe gestern mit einem Kollegen darüber geredet, gesagt, du, ich weiss, er will mir darüber reden, ich komme doch nach Berlin, Berlin ist so cool, und sage ich so, ja schon, aber eine Green Card. Und dann ist sie immer so ein bisschen am überlegen, oder ich, beziehungsweise meine Schwester sagt natürlich auch immer, ich soll wieder in die Schweiz kommen, das ist ganz klar, aber ich sage, ich habe die Chance, jetzt in Amerika etwas zu machen. Und im 2017 hat ich dem sicher noch eine weitere Chance gegeben. Weil ich habe viel zu wenig Zeit noch gehabt, dort auch überhaupt zu sein und etwas aufzubauen. Wirklich, ich hatte so viele Jobs in den letzten Monaten, dass es wirklich einfach überall war, aber nicht wirklich an einem Ort, wo ich sagen kann, jetzt habe ich mir etwas aufgebaut, wo vielleicht auch ein bisschen weitergeht. Also da muss ich mir echt mehr Zeit nehmen, um es wirklich zu entscheiden. Ist mein Herz wirklich dort? Bringt es etwas? Oder bin ich wirklich lieber Gast ab und zu? Das muss ich schauen. Das muss ich wirklich noch schauen. Und der grosse Contest America's Got Talent, wie weit hat er das geholfen? Oder ist das jetzt ein Sprungbrett? Von außen wirkt sich so, als ob, ja, wenn man das gemacht hat, 12 Millionen Zuschauer, dann ist man eigentlich gemacht in Amerika. Es ist im Fall so, dass das Video, das auf YouTube ist, extrem viel bringt. Das hätte ich nie gedacht, aber jetzt habe ich wieder eine Anfrage bekommen für jetzt noch im Dezember von Italien. Sie haben mein Video gesehen von America's Got Talent und darum wollen sie mich buchen. Also, das ist gerade im Ausland, also Frankreich, Italien, Griechenland sogar, die haben auch unser Video gesehen, also offenbar. Oder sie gehen schauen, vielleicht Agenturen oder so, die das irgendwann entdecken. Und so entdecken sie mich. Also für mich hat Amerika in dem Sinne etwas gebracht, um an anderen Orten vielleicht auch Jobs zu bekommen. Also so läuft es halt heutzutage. Was online ist, ist da. Die Sendung selber ist natürlich schnell vergänglich, aber online gibt, das bleibt, oder? Und da hast du wie eine Visitenkarte, wo der Stempel ist in Amerika recht viel wert, America's Got Talent. Ja. Die Leute haben immer noch das Gefühl, es ist hoch angesehen. Und wenn ich sage, I'm an AGT Finalist, dann bist du eine Stufe höher, dann bist du etwas. Also, du bist quasi approved. Das hilft. Ob schon ja. Bei uns, wenn ich sage, ich habe das Schweizer Talent mitgemacht, ja, ist okay, ja. Macht jeder mit, oder? Können wir meinen. Aber dorthin heisst es doch noch etwas. Mhm. Ja. Hey, schön, bist du da gewesen. Ich habe zum Schluss auch noch etwas zum Geniessen. Ich weiss gar nicht, dass man schon angetönt, aber so Gott lieber hyppen. Das ist schon gut. Das Süßes, das isst du schon zwischendurch auch einmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das Geniessen kommt nicht zu kurz. Das kommt nicht zu kurz, genau. Es ist perfekt. Hey, danke vielmals, toi, toi, fürs Art und Eins und auch mit dem Kalender. Und ich bin sicher, wir werden noch ganz viel von dir hören. Ja, danke. Ja, und wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder, dann mit der Tanja Frieden. Sie nimmt bei uns Platz auf dem Sofa, ist neue Mami geworden. Über das werden wir reden. Darum wünsche ich euch eine gute Zeit, habt euch Sorge, bis bald. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.